BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Erneut zieht sich das Landesamt für Verfassungsschutz im Zusammenhang mit dem rechtsextremen Ku Klux Klan Vorwürfen ausgesetzt. Nach Informationen des SWR soll ein Verfassungsschutzmitarbeiter einem der Clan-Mitglieder verraten haben, dass der deutsche Ableger des rassistischen Geheimbunds überwacht wird. Nach Bekanntwerden soll der Mitarbeiter entlassen worden sein. Dennoch kam es offenbar nie zu einem Strafverfahren. Kippt der Fluglärmstaatsvertrag mit der Schweiz? Zumindest verliert das Abkommen immer mehr Unterstützer. SPD-Fraktionschef Schmiedl will eine Allianz gegen den Vertrag formen. Gemeinsam mit allen im Landtag und im Bundestag vertretenen Parteien. Gemeinsam mit der Opposition will Schmiedl das weitere Vorgehen abstimmen. Die CDU-Landesgruppe im Bundestag hat bereits angekündigt, gegen das Abkommen stimmen zu wollen. Laut CDU-Landeschef Strobel könne man dem Pakt in seiner jetzigen Form nicht zustimmen. Auch Ministerpräsident Kretschmann hat zugegeben, dem Staatsvertrag zu früh zugestimmt zu haben. Das sagte er dem Südkurier. Das Bundesverkehrsministerium solle Mängel beim Abkommen bereinigen. CDU-Fraktionschef Haug begrüßt derweil Kretschmanns Einsicht. Dieser Schnellschuss habe aber zu Unstimmigkeiten vor Ort geführt. Der Fluglärmstaatsvertrag sieht vor, dass der Züricher Flughafen ab 20 Uhr nicht mehr über deutsches Gebiet angeflogen werden darf. Kritiker bemängeln aber, dass die Deckelung der Flüge aufgehoben werden soll. Das lange Ringen um die S-Klasse-Produktion bei Daimler in Sindelfingen ist vorbei. Betriebsrat und Werksleitung haben sich geeinigt. Demnach kürzt Daimler die Produktion der S-Klasse und lässt sie bis zum Anlauf der neuen Serie im Einschichtbetrieb weiterlaufen. Die Mitarbeiter dürfen dabei ihren gewohnten Wechselschichtrhythmus beibehalten. Die in dieser Zeit frei werdenden Mitarbeiter kommen in der C-Klasse-Produktion unter. Die Werksleitung zeigte sich zufrieden. In wesentlichen Punkten habe man sich durchgesetzt. Der Betriebsrat spricht von einer tragfähigen Lösung. Bundesfamilienministerin Christina Schröder, CDU, hat den Ländern vorgeworfen, den Kita-Ausbau zu blockieren. Sie habe null Verständnis dafür, dass die Vertreter der Länder zuvor im Bundesrat einstimmig einen Zuschuss über 580 Millionen Euro vom Bund für den Krippenausbau verweigert hatten. Damit könnte sich der Kita-Ausbau weiter verzögern. Derzeit fehlen noch mindestens 160.000 Kita-Plätze. Die Länder wollen die Zahlung nicht annehmen, weil sie mit den Bedingungen nicht zufrieden sind. Sie monieren die Berichtspflicht über die Verwendung des Gelds oder etwa Bedingungen bei der Kofinanzierung. Demnach müssten die Länder selbst genauso viel Geld aufbringen, um die Millionen vom Bund auszugeben. Die Deutsche Bahn stellt sich offenbar darauf ein, dass die Kostengrenze bei Stuttgart 21 erreicht werden könnte. Demnach näherten sich die Kosten dem Deckel von 4,5 Milliarden Euro. Bahntechnikvorstand Volker Käfer erwägt bereits, Verhandlungen über die Finanzierung der Mehrkosten aufzunehmen. Hintergrund seien die Mehrkosten aus der Schlichtung, dem Filterdialog und der nachzubessernde Brandschutz. Ein Polizist ist jetzt wegen Körperverletzung im Amt zu einer Bewährungsstrafe von 8 Monaten verurteilt worden. Der Beamte soll am sogenannten Schwarzen Donnerstag in Stuttgart einen S21-Gegner mit seinem Schlagstock verletzt haben. Als Beweis diente dem Stuttgarter Amtsgericht eine Videoaufzeichnung der Tat. Im Streit um fehlende Finanzierung von einigen Bundesstraßenprojekten im Land schieben sich das CSU-geführte Bundesverkehrsministerium und die grün-rote Landesregierung weiter den schwarzen Peter zu. Konfliktlinien gibt es aber auch innerhalb der Regierungskoalition. Ein Beispiel, die seit Jahrzehnten geforderte Umgehungsstraße bei Tübingen-Hirschau. Der SPD-Fraktionschef Klaus Schmiedl hat sich jetzt in Tübingen-Hirschau zu einer Diskussionsrunde mit Bürgern der Pro-B28-Initiative Neckartal getroffen. Das Thema: die drohende Verzögerung im Weiterbau der B28a. Denn der Bund, so die Argumentation der Landesregierung, wolle seine Mittel für die Bundesfernstraßen massiv kürzen. Der SPD-Politiker fordert gestern dagegen, jetzt Protest einzulegen. Taten erwarte er zudem auch von Ministerpräsident Kretschmann in seiner neuen Funktion als Bundesratschef. Dass er als das erste Thema auf die Tagesordnung setzt, Finanzierung von Bundesverkehrswege und die Leistungen des Bundes und alle Länder hinter das stellt, dass der Bund bei seinen eingeplanten Zusagen bleibt. Sonst können wir mit der Infrastruktur auf der Straße in Baden-Württemberg einpacken. Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer, CSU, hatte demgegenüber im Februar in Reutlingen erklärt, dass die Schuld für fehlende Gelder bei der Landesregierung liege. Schließlich sei sie befragt worden, welche Verkehrsprojekte dringend Unterstützung bräuchten. Das Land Baden-Württemberg hat für die Kategorie Neubau
nichts angemeldet und da steht jetzt nur dort bei Neubeginne Doppelpunkt Radwegebau 2 Millionen. Hier sollte die Ortsumgehung nach Willen der Hirschauer entstehen. Für 2015, 2016 war das von ihnen seit knapp 60 Jahren ersehnte Vorhaben zur Verkehrsentlastung angepeilt. Jetzt könnte es in ungewisse Ferne rücken. Das sorgt für Ärger. Die Hirschauer sind unzufrieden. Der Eindruck, dass jetzt wieder politisch, und das erleben wir eben schon 25 Jahre, die Verantwortung hin und her geschoben wird, ja, von einer Seite auf die andere. Und das geht nämlich, und ich kann das auch noch mal ganz kurz begründen, das, was hier an Lkw-Verkehr läuft und die Art und Weise, wie das läuft, das ist nicht mehr, das ist unerträglich. Und ich denke, wir als Bürgerinitiative müssen dann auch wieder neue Kampfmaßnahmen uns einfallen lassen. Demonstrationen wie diese im März 2012 könnten also von Seiten der Hirschauer erneut drohen. Und die richten sich selbstverständlicherweise wieder gegen den Bund, nach Ansicht des SPD-Mannes. Wir dürfen und können den Bund nicht aus der Pflicht entlassen. Und deshalb ist es nicht schwarzer Peter, sondern wir müssen jetzt gucken, dass das, was der Ramsauer angekündigt hat, noch nicht beschlossen ist, dass das nicht beschlossen wird. Dann kommt die Ortsumfahrung. Das ist A und O. Wir haben jetzt im Land die Reihenfolge so fest verankert, dass B28a dabei ist, wenn der Bund bei seinen Finanzierungsmitteln bleibt. Die Landesregierung werde indes alles tun, versicherte Schmiedl, was in ihrer Macht stünde. Jetzt müsste Druck auf die Bundesregierung gemacht werden und auch ein wenig gedroht werden mit der 2013 anstehenden Bundestagswahl. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Der angekündigte goldene Herbst hat jetzt auch Baden-Württemberg erreicht. Karlsruhe kann sich über einen trockenen Tag bei 21 Grad freuen. Auch im Rest des Landes wird es sonnig bei Temperaturen von 16 bis 20 Grad. Es bleibt warm. Die Temperaturen fallen auch am Freitag in der Regel nicht unter 16 Grad. Vor allem in der Landeshauptstadt stehen nur wenige Wolken am Himmel. Als Herrschaftssitz der Nagolder Gaugrafen, wohl zu Beginn des 11. Jahrhunderts entstanden, wurde die Burg Hohennarold am Ende des Dreißigjährigen Krieges zerstört. Die Ruinen der Kernburg, der Wehrtürme und des Bergfrieds sind der Öffentlichkeit zugänglich, um zu besichtigen. Dabei bietet sich den Besuchern ein herrlicher Blick über die Stadt. Alles über die jüdische Vergangenheit Göppingens können die Besucher des örtlichen jüdischen Museums erfahren. Originalstücke aus der 1899 aufgegebenen Synagoge entführen sie in die Zeit vor dem Nationalsozialismus. Aber auch dieses dunkle Kapitel kommt nicht zu kurz. Die Ausstellung in der ehemaligen Kirche ist immer mittwochs und samstags von 13 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Etwa 400 Objekte umfasst die Sammlung des Deutschen Zweirad- und NSU-Museums in Neckarsulm. Sie reicht von den Anfängen des Fahrrads über historische Motorräder bis hin zu modernsten Rennmaschinen und ist die größte historische Sammlung dieser Art in Deutschland. Öffnungszeiten sind dienstags bis sonntags von 9 bis 17 Uhr und donnerstags sogar bis 19 Uhr. Das ist unser täglicher Schluck Gesundheit. Was ist daran gesund? Das reguliert unseren Blutdruck, das macht uns fit und gesund. Schmeckt ja gar nicht so schlecht. Oh Mann, was haben die für ein Tempo drauf? Da kannst du mal sehen, die sind noch richtig fit. Mit Knobi Vital bleiben sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital, das Original. Papa, wo bist du? Kinder brauchen eine Familie. Helfen Sie uns.